Ein Großaufgebot der Feuerwehr musste am Donnerstag gegen 15.30 Uhr zu einem Flächenbrand im Windpark Hengsterholz in der Gemeinde Ganneckesee ausrücken. An der Straße zum Mühlenbach war bei brütender Hitze eine Strohballenpresse in Brand geraten. Auf einer Fläche von mehreren Hektar standen zudem zahlreiche Rundballenlichterloh in Flammen. Die Ballenpresse brannte komplett aus. Mehr als 50 Einsatzkräfte der Feuerwehren Ganneckesee, Hengsterholz-Havekost, Klein-Hennstedt und Bretthorf bekämpften die Flammen teils unter Atemschutz. Ein Landwirt bewässerte während der Löscharbeiten angrenzende Flächen, um ein Ausbreiten der Flammen zu verhindern.